Talks, du kleiner Wundenschnitzer. Pass auf, neuer Auftrag. Wieder auf Anraten der Zuschauer. Sieht um den Kanal MafuULP. Hat rund 11.000 Abonnenten und der Typ muss weg, ja. Ganz klar, er nennt sich selber MafuJux. Wahrscheinlich, weil er ein schlechter Witz ist. Die kleine Pupsbirne macht relativ viel Minecraft. Das interessiert mich ungefähr so viel wie, keine Ahnung, Geschlechtsverkehr mit Angela Merkel. Aber er macht auch Simulatoren. Citybus-Simulator, Omsi-Bus-Simulator und damit, wildert er in meinen Pfründen und das geht natürlich gar nicht. Vielleicht kannst du deinen zwei Gehilfen da, wie hießen die nochmal, Hinz und Kunz, Heino und Hallelore, nee, A-Hörnchen und B-Hörnchen, vielleicht kannst du denen sagen, dass MafuJux verdammt häufig mit dem Helikopter fliegt und die den vorher in die Luft sprengen sollen, dann kommt er nicht weg, hä? So als Tipp, so Geheimtipp, hä? Ach, noch was, MafuJux arbeitet unter einem Decknamen, und zwar D.Wert, also D. nicht G. D. Wert. Hat die kleine Schissbirne gedacht, wir finden sie so nicht, oder was? Wie immer gilt natürlich Messern, ja, weil Messern... Messern macht mich so geil. Das macht mich so geil, Messern. Immer wenn du messerst, dann tanzen meine Schwellkörper den Paso Doble. Die könnten glatt bei Let's Dance gewinnen, so. Ja, Entschuldigung. Also, auf geht's. Mach es. Jawohl, Chef, ich habe ihn bereits gefunden. Ich erledige ihn. Sein Deckname wird ihn nicht schützen. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zur Battlefield 3 VIP-Jagd mit Rocktox. Und das kann ich gleich sagen, obwohl diese idyllische Landschaft hier aussieht, als hätte Heidi hier mit ihrem Ziegenpeter gefickt. Das ist gar keine Alm hier. Das ist die Map Operation Riverside. Rocktox, mein geschätzter Auftragskiller, der schneller sticht als jeder Moskito, ist also gerade mit dem Hubschrauber unterwegs zu seinem nächsten Einsatzgebiet, wo es darum geht, MafuJux zu messern. Irgendwo bei diesem Gebäudekomplex soll er sein, heißt es aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, und der Pilot von Rocktox umkreist die Szenerie jetzt schon wie ein Mäusebussard, bevor er tödlich zuschlägt. Tja, Rocktox hat sich eben einen Namen gemacht und alle verstecken sich vor ihm wie ein kleiner Junge vor dem Weihnachtsmann. Ah, und jetzt wird umgeschaltet zu den zwei Gehilfen von Rocktox, die ja bekanntlich den Helikopter sprengen sollen. MafuJux Helikopter, der steht da hinten rechts im Hintergrund, seht ihr? Und was macht ihr zwei jetzt? Euch gegenseitig anschwulen? Oder wer zuerst lacht, verliert? Oder spielt ihr Schach? Hallo, mach mal hin, ey. Mano! Ja, ihr blöden Sackgesichter! Das war mein Auto! Könnt ihr nicht einen Helikopter vom Auto unterscheiden? Ihr habt irgendwie nur zwei Gehirnzellen. Eine zum Laufen und eine zum Atmen, oder was? Geht's noch? Ja, euch zwei Bremssynapsen, meine ich. Boah, also, die sind wirklich nicht die zwei hellsten Kerzen auf der Torte. Ey, ich fass es nicht. Ja, aber jetzt mal ganz ruhig, Frenkel. Paar Mal in die Tüte reinatmen, dann ist alles wieder gut. Und was passiert hier jetzt? Oh, MafuJux ist aufgetaucht mit seinem Helikopter und da gibt's einen kleinen Zweikampf. Rocktox, 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 mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt. Ah, der Gegner raucht schon. Er raucht, er raucht, er raucht und das ist ja bekanntlich ungesund. So. Und da geht er dahin. Und MafuJux springt gerade noch mit dem Fallschirm ab. Das sind ja diesmal ganz besonders dramatische Szenen, würde ich sagen, ja. Unglaublich. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt wird Rocktox abgeworfen und er nimmt die Verfolgung auf. Ganz klar. Es wird nicht leicht, das kleine weinende Mädchen zu finden, denke ich. Aber da ist er auch schon. Und jetzt ist gleich Feierabend, Junge. Jawoll! Rocktox, das war der Falsche. Weitermachen, bitte. Ja, Kollateralschaden. Kommt mal vor. Rocktox sucht weiter. Da sprintet er in seiner unnachahmlichen Art voran Richtung Ziel. Und wir kommen in die entscheidende Phase jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Boah, der springt da runter. Und dann hat er ihn. Feierabend, Freundchen. Und jetzt nochmal das Ganze in Zeitlupe für die perfekte Demütigung. Rest in pieces, MafuJux.